X-Taste um zu... Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Alle Pfoten halten zusammen. Felf, rette die Enten. Paw Patrol zur Zentrale. Paw Patrol, Bäuerin Yumi hat gemeldet, dass ein paar Entenküken in ein Loch draußen auf dem Bauernhof gefallen sind. Wir müssen ihnen helfen. Wir müssen durch das Maislabyrinth, um zu den Entenküken zu gelangen. Chase kann seine Superspürnase einsetzen, um den Weg durch das Maislabyrinth zu finden. Dann kann Marshall seine Wasserdüsen einsetzen, um das Loch aufzufüllen, damit die Enten herausschwimmen können. Sky wird von der Luft aus ein Auge auf die Entenküken haben. Rubble muss die Felsen aus dem Weg räumen, damit Marshall zu den Enten gelangen kann. In Ordnung, Paw Patrol. Lasst uns diese Entenküken retten. Um zu den Entenküken zu gelangen, müssen wir durch das Maislabyrinth auf dem Bauernhof von Bäuerin Yumi. Sammle alle Leckerlis bei einem... Ich erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du einsetzen möchtest. Lass uns was anderes ausprobieren. Denk daran, die Fellfreund-Fähigkeit zu wählen, die dich weiterbringen wird. Gut gemacht. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Die Entenküken sind hinter dem Maislabyrinth. Folge dem Weg, um zum Labyrinth zu gelangen. Finde alle mit guter Arbeit. Wir sind fast da. Siehst du diesen Baumstamm? Chase kommt da auf keinen Fall vorbei. Sieht so aus, als bräuchte er Skys Hilfe. Wähle die Fellfreund. Versuch es nochmal. Das wird nicht funktionieren. Versuch. In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Du hast die Leckerlis gefunden. Wähle welche Fellfreund-Fähigkeit...
Lass uns was anderes ausprobieren. Gute Arbeit. Das ist toll. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du? Das wird nicht funktionieren. In Ordnung. Na bitte. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. In der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Denk dran, dass du die X-Taste drücken kannst, um Chase zu helfen, der Spur zum Ausgang des Labyrinths zu folgen. Marshall! Wir haben die Hälfte bis zum Ende geschafft. Sammle weitere Leckerlis, die du findest. Um das Seil nach links zu ziehen, bewege den linken Stick. Mach schnell! Du musst den Weg passieren, bevor er geschlossen wird. Ein goldener Pfotenabdruck. Du hast es geschafft. Mal sehen, ob du alle finden kannst. Gute Arbeit. Wir sind fast da. Sammle alle Leckerlis, die du findest, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten, wenn du zur Zentrale zurückkehrst. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die dich weiterbringen wird. Versuch es nochmal. Denk daran, die Fellfreund-Fähigkeit. Perfekt! Lass uns weitermachen. Das Loch mit in der Nähe gibt es einen goldenen Pfotenabdruck. Du hast die Leckerlis gefunden. Du hast einen goldenen Pfotenabdruck gefunden. Sammle alle goldenen Pfotenabdrücke, die du finden kannst. Diese Felsen versperren aber den Weg. Wir brauchen Rubble und seinen Bagger, um sie aus dem Weg zu räumen. Wähle die Fellfreund-Fähigkeit, die du... Versuch es nochmal. Denk daran, die Fellfreund-Fähigkeit... In Ordnung. Jetzt können wir weitergehen. Sammle alle Leckerlis bei einem Einsatz, um besondere Leckerli-Belohnungen zu erhalten. Erfasse einen goldenen Pfotenabdruck hier irgendwo in der Nähe. Finde und sammle alle Leckerlis, die du finden kannst. Du hast den goldenen Pfotenabdruck. Welche Fellfreund-Fähigkeit möchtest du ein? Versuch es nochmal. Das wird nicht funktionieren. Du hast es geschafft. Richte den Wasserstrahl aus, indem du den linken Stick bewegst. Fast geschafft. Mach weiter so. Wir haben es geschafft. Die Entenküken sind in Sicherheit und glücklich. Gute Arbeit, Paw Patrol. Du hast
so viele Leckerlis gesammelt, dass du ein Goldleckerli erhältst. Du hast alle goldenen Pfotenabdrücke. Und das Bild für diesen Rettungseinsatz freigeschaltet. Du kannst dir die Bilder nochmal anschauen, indem du den Rettungseinsatz hervorhebst und die Dreiecktaste drückst. Rette die Enten. Verwende den linken Stick, um zwischen den Einsätzen zu wechseln, und drücke die X-Taste, um zu spielen.